Profitieren Sie aus über 20 Jahren Erfahrung, 365 Tage im Jahr von 0 bis 24 Uhr. www.zustellexpress.at. Zustellexpress. Wir bringen es zu jeder Zeit. Herzlich willkommen im Burghauser Stadtsaal am Sonntag, den 19. Februar. In Burghausen findet heute das erste Showdance Festival Deluxe statt. Die Herzogstadt hat in Kooperation mit der Tanzschule Patrick Grigo Dance Move Too Hot eingeladen zum ersten Dance Festival für Garden. Es wird ein Preis vergeben und wir sind schon ganz gespannt, was wir hier heute sehen dürfen. 8 verschiedene Gruppen werden auftreten. Der Stadtsaal ist ausverkauft bis auf 8 Karten und wir freuen uns schon sehr auf Highlights von tänzerischer Klasse. Garden auf der Bühne an einem eigenen Abend, nur die Tanzprogramme, das war ein absoluter Erfolg beim Publikum im Burghauser Stadtsaal. Oft gehen ja gerade die Tanzgarden mit ihren tollen Choreografien und ausgefeilten Programmen bei den Faschingsveranstaltungen etwas unter. Genau deswegen wurde die Idee, um diese vielseitigen Tanzeinlagen ins Rampenlicht zu stellen, weiter ausgearbeitet, ausgebaut und ein ganzer Abend für einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Direkt am Abend vor dem Burghauser Rosenmontagsball das Showdance Festival Deluxe. Stefan, Sebastian, Gratulation, die erste Veranstaltung mit dem Format und fast ausverkauft, bloß 8 Karten waren nur übrig. Wie geht's euch jetzt so, nachdem die erste Halbzeit rum ist? Der erste große Stein ist schon runtergefallen, also es ist super, dass der Saal nahezu voll ist, dass die ersten 4 Auftritte super gelaufen sind. Ein bisschen angespannt sind wir noch, es kommt ja nur ein zweiter Teil. Aber es wird gut angenommen und es ist echt sehr schön. Ja, also wirklich, dass man sagt, man kann wirklich alle Generationen ansprechen. Und auch was man jetzt immer so gehört hat, es ist einfach wunderschön zum Singen. Wenn die Leute ihre ganze Darbietung da bringen dürfen und wirklich von jung, von keine Ahnung, 5 Jahren bis 80, 90, das ist eigentlich das Hauptziel, was wir verfolgt haben. Einfach alle ansprechen. Wie lange hat denn das gedauert, dass ihr diese Auswahl für die Gruppen halt auf Nachttreffer kennt? Ja, weil wir haben jetzt hier 8 Acts, die wir sehen können. Ganz unterschiedliches Niveau, ganz unterschiedliche Länge auch der Darbietungen. Wie ist denn das zustande gekommen? Uns war es wichtig, sage ich mal, in den ersten Besprechungen, was wir so dazu gemacht haben, dass wir allen die Möglichkeit bieten, also von der ganz professionellen Gruppe bis zur ortsansässigen Gruppe oder welche, die einfach noch nicht vor der Jury oder vor so einem großen Publikum aufgetreten sind. Der Mix war uns wichtig hier, dass man jedem die Möglichkeit gibt und ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Ja, also wirklich, wir haben so eine breite Vielfalt dann auch gehabt auch an Anfragen und da war eigentlich das Schwere dann zum Raussuchen, so, wen nimmt man jetzt und wen nimmt man nicht. Also es hat sehr viel Zuspruch erfahren. Aufgetreten sind die Elfer aus Trostberg, die Showgarde des FC Tittmoning, die Narrengilde Kreiburg, Nüdermenschen aus Felden an der Vils, Society aus Ganghofen, Magic Dance aus Reitner-Haslach, Highlife aus Unterneukirchen und die Calimeros aus Emmerting. Patrick, für Burghausen ist es ja eine riesen Tanzveranstaltung. Der ganze Stadtsaal ist voll, jede Altersgruppe ist hier, ganz viele Familien auch mit jungen Kindern im Grundschulalter. Wie wird denn dann eine gleichmäßige Entscheidungsfindung überhaupt möglich sein bei diesen tollen Acts, die wir hier sehen dürfen? Also grundsätzlich gibt es nie eine gleichmäßige Entscheidungsfindung, deswegen gibt es ja auch ein Jury-System, also nachdem bewertet wird, weil ja jeder eine auf eine gewisse Art subjektive Meinung hat, auch wenn man sie durch die Kriterien objektiv versucht zu vermitteln. Ist ganz wichtig auch, dass jeder Mensch hat so eine eigene, ein eigenes Gefühl dafür, was ihm besser gefällt und was er mehr sehen möchte. Und das ist bei mir genauso wie bei den anderen 3 Juroren und genauso wie beim Publikum. Kannst du dir vorstellen, dass es so eine Veranstaltung in anderer Form vielleicht nochmal oder regelmäßig geben wird, nachdem der Zuspruch hier so groß ist? Also ich hoffe sehr, weil ich habe es jetzt schon zu 2, 3 Leuten auch bemerkt. Ich finde, dass diese ganzen Showtanz- und Garde-Leute sind eigentlich immer so ein bisschen unterrepräsentiert auf diesen Faschingsbällen, wo sie dann irgendwo im Kreis tanzen um 12 Uhr Mitternacht, wo schon viele Leute einfach nicht mehr ganz bei ihren eigenen Sinnen sind. Und so inszeniert, wie man das hier sieht, ist das einfach der Hammer. Also die Art und Weise, wie sie performen, alles, was damit zu tun hat und natürlich auch das Licht und die ganze Inszenierung, die halt im Stadtsaal möglich ist. Also ich hoffe, dass es noch mehr in dieser Richtung gibt in Zukunft. Wie kam es denn eigentlich zu der Zusammenarbeit für diese Veranstaltung heute? Die Herzogstadt, der Stefan Lindhuber, hat bei mir angefragt und
wir wären eigentlich in Prag gewesen, das haben wir jetzt ein bisschen umgelegt, weil wir gesagt haben, hey, wenn es sowas Cooles gibt und das schon gemacht wird, dann sind wir natürlich auch dabei und unterstützen. Burghauser helfen Burghauser. Wie wird denn später die Bewertung ablaufen? Was werden denn die Kriterien sein? Ja, da gibt es verschiedene Kriterien. Wir haben uns ja entschieden, wir vergeben keine Punktzahl, sondern wir machen praktisch ein Ranking. Wir stellen 1 bis 8, wir haben 8 Teilnehmer, 1 bis 8 auf die Plätze. Und da gibt es 3 unterschiedliche Kriterien, unter denen wir das dann aussuchen. Und da gehört Kreativität dazu, Bühnenpräsenz, Schrittfolge, Akrobatik und so weiter. Da ist schon ein bisschen was drin. Und da setzen wir uns dann am Schluss zusammen und stellen unsere Aussagen. Wir schreiben natürlich mit alle, weil merken kann man sich das ja gar nicht. Und dann vergleichen wir das und dann werden wir die drei Gewinner werden wir dann rausfinden. Hut ab vor allen, die da trainieren, die da das machen. Das ist eine Wahnsinnsarbeit und wenn man sowas auf die Beine stellt, ist das super. Also ich könnte es nicht, vielleicht weil ich vielleicht nicht so der Obertänzer bin, aber gut, ich muss ja nicht alles können. Aber anschauen ist einfach toll. Ist es denn denkbar, dass so eine Veranstaltung nochmal wiederholt wird? Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber so in einem Zwei-Jahres-Rhythmus? Also wenn Sie sich umschauen, glaube ich, schreit diese Veranstaltung nach einer Wiederholung. Ich bin immer so der Ansicht, das habe ich am Anfang gesagt, dieser Veranstaltung muss man 1-2 Chancen geben. Und ich denke mal, diese Veranstaltung hat es verdient, im nächsten Jahr nochmal wiederholt zu werden. Und auch die ganzen Gruppen haben es verdient, in einem schönen Rahmen sich präsentieren zu können. Können und nicht bloß in einem Rund eines kleinen Auftritts irgendwo auf dem Ball. Nach dem fulminanten Auftritt der Calimeros ging es für die Jury zur Beratung. Das Publikum durfte dabei die Rock'n'Roll-Nummern der Move Too Hot Showtanzgruppe mit Elementen aus dem Hip-Hop, Lindy-Hop und Jive genießen. Danach wurde der Publikumspreis vergeben. Mit dem Dezibelmesser wurde das Klatschen gemessen und die Calimeros aus Emmerting mit ihrer Nummer haben gewonnen. Hormat Gfui Emmerting, da bin ich daheim. Nach dieser lautstarken Abstimmung wurde der Jurypreis vergeben. Den zweiten Platz bekamen die New Dimensions mit dem Dornröschen-Thema aus Felden an der Vils. Platz 1 ging an die Narrengilde Kreiburg mit ihrer Schachpartie. Profitieren Sie aus über 20 Jahren Erfahrung, 365 Tage im Jahr, von 0 bis 24 Uhr. www.zustellexpress.at. Zustellexpress. Wir bringen es zu jeder Zeit.